Alpenvorland, 80 Kilometer südwestlich von München, steht das älteste Bergobservatorium der Welt, das Meteorologische Observatorium Hohenpeißenberg. Seit 1952 ist es eines der beiden Forschungsobservatorien des Deutschen Wetterdienstes. Seine Messreihen reichen sogar bis ins Jahr 1781 zurück, denn Mönche des Klosters Rottenbuch begannen schon damals den meteorologischen Messbetrieb am Hohenpeißenberg. Die Beschäftigten des Observatoriums beobachten Veränderungen der Atmosphäre langfristig. Dabei analysieren sie die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre, die durch den Menschen ständig verändert wird. Seit 1993 ist eine der Hauptaufgaben des Observatoriums seine Beteiligung am Global Atmosphere Watch Programm der Weltorganisation für Meteorologie. 80 Länder beobachten hier gemeinsam den menschlichen Einfluss auf die Zusammensetzung der Luft. Im Rahmen dieses Programms misst das Observatorium Hohenpeißenberg die Konzentrationen verschiedener Spurengase und Aerosole in der Atmosphäre sowie von Inhaltsstoffen des Niederschlags. Denn sie alle sind an luftchemischen Prozessen wie dem Treibhauseffekt beteiligt. Stickoxide sind als Spurengase zum Beispiel maßgeblich für die Ozonbildung verantwortlich. Am Hohenpeißenberg werden deswegen bereits seit Ende der 1960er Jahre Ozonprofile erstellt, vor allem anhand von Ozonsonden und seit 1987 auch mit einem Laserradar, der LIDAR genannt wird. Sogenannte Dobson- und Brewer-Spektrometer messen zusätzlich die Dicke der Ozonschicht. Feste oder flüssige Teilchen, die in der Atmosphäre schweben, nennt man Aerosole. Vulkanasche ist ein Aerosol, dessen Überwachung besonders wichtig ist. Denn in hohen Konzentrationen ist es für Flugzeuge gefährlich. Deswegen hat der Deutsche Wetterdienst ein Auswertezentrum für Vulkanasche am Hohenpeißenberg eingerichtet. Ein sogenanntes Zylometer-Messnetz liefert Informationen darüber, wo und in welchen Höhen Aerosolschichten vorhanden sind. Für eine Identifizierung des Aerosoltyps sind zusätzlich LIDAR-Lasermessgeräte nötig. Sie unterscheiden zwischen Asche, Staub und anderen Aerosolen. So kann auch die Konzentration von Vulkanasche über Deutschland nach einem Vulkanausbruch innerhalb kürzester Zeit bestimmt werden. Als weltweit einzige Station überwacht das Observatorium bereits seit fast 20 Jahren die chemische Selbstreinigungskraft der Atmosphäre. Dazu misst es das Hydroxylradikal, das Schadstoffe in der Atmosphäre in wasserlösliche Substanzen umwandelt, die dann im Niederschlag ausgewaschen werden. Seit 2016 überwacht das Observatorium Hohenpeißenberg auch Klimagase, wie das bekannte Kohlendioxid. Und das mit einem deutschlandweiten Messnetz im Rahmen des Integrated Carbon Observation System. Klimagase werden langfristig auf Türmen, auf Bergen, an Küsten und auf Schiffen gemessen. Anhand der dadurch gewonnenen Daten lässt sich unter anderem überprüfen, ob politische Maßnahmen, die darauf abzielen, die Emission von Treibhausgasen zu verringern, erfolgreich waren. Wenn Sie mehr über das Meteorologische Observatorium Hohenpeißenberg erfahren möchten, dann besuchen Sie uns doch einfach im Internet unter www.dwd.de/mohp. Deutscher Wetterdienst. Wetter und Klima aus einer Hand.